Ich wollte gerade sagen, guck mal, ob es für dich richtig eingestellt ist. Ja, ist alles richtig eingestellt und ich habe gerade wieder auf Aufnahme gedrückt, als du mir das zweite Mal in die Ansage gequatscht hast. Aber ich ziehe das jetzt einfach durch. Das kommt jetzt ins Internet. Hast du jetzt davon? So, herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich Cyberpunk spielen, wollte ich sagen, aber die Post ist ein Arschloch und hat mir einfach nur einen Zettel reingeschmissen und hat nicht mal geklingelt. Wichser übrigens. Und ja, also habe ich mir zwei Leute eingeladen, der nette Schabernack und der liebe Yoshi sind da. Der eine baut einen Bahnhof, der eine baut Förderbänder und wir hauen hier heute mal ein bisschen Progress auf den Markt. Ja, würde ich sagen, geht's los in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir sind hier hinten bei unserer kleinen, was ist es, Plastikproduktion und wollen hier heute anfangen mit Treibstoff. Und während die beiden da hinten fleißig bauen, ich kann mir das nebenbei auf dem Bildschirm angucken, das ist ganz cool, werden wir uns hier ein bisschen durch die Welt prügeln und die Ölquellen mal ein bisschen frei machen. Und dafür fangen wir mal mit diesen kleinen fliegenden Wichsern hier an. Und ich habe meinen beiden, die hier mitspielen, gar nicht die Gelegenheit gegeben, Hallo zu sagen. Wollt ihr was sagen? Hi. 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 Weißt du, eben schreien sie noch rum von wegen, die wollen hier mit Kraft ausdrücken und sich werfen. Und was nur kommt? Yoshi. Achso, nur Yoshi. Ich glaub da gar nicht, du lügst. Lügenbolzen. Lügen sagt man nicht. Oh, fuck. Oh, das ist ja so. So, ich bin übrigens umgeschwenkt von MK3 auf MK4. Ja, wie kommt das? Ausschmiss sind 300, das wären ja 30 verschenkt. Ja, das ist richtig. Das kann man nicht zulassen. Also das lässt das Monk jetzt einfach nicht zu. Aber es sollte ja alles genug da sein, dass du da auch die dicken in ordentlichen Mengen raushauen kannst. So, ich habe meine erste Ölquelle frei. Aber mein Inventar ist so voll geschissen, dass ich hier tatsächlich nichts mehr aufnehmen kann. Wattenscheiß. Aber gut. Nicht vorbei, Junge. Ich muss gerade überlegen, es ist schon so ewig her, dass ich eine Ölquelle gebaut habe. Die kann ich auch auf Beton setzen, oder? Ja. Sehr schön. Oder? Ja. Wir schauen einfach mal. Ich werde es gleich wissen. So. Oh, natürlich ist hier so ein blödes Kalkstein-Scheißding im Weg, ey. Ich kotze im Strahl. Immer das Gleiche. Lecker. Wisst ihr was? Ja. Ich habe ja jetzt endlich eingeführt, Nobelisken zu automatisieren, also die Produktion. Ich spreng den Scheiß jetzt einfach. Schlock. Kann man nicht? Nein. Boah, ist das scheiße. Bin ich ja jetzt schon genervt. Wattenabfuck. Naja gut, dann kloppen wir das halt nochmal kurz klein, wie das so ist. Und nebenbei gucke ich, was der Schabernack da Schönes macht. Der... Wo ist er da eigentlich gerade? Ach, da oben rennt er rum. Ah. Alles klar. Hinter der Dings hier. Hinter der Computerfabrik ist er. Beziehungsweise davor. Und schleppt gerade Kupfer für die Computer ran. Und ich meinte nicht Computerfabrik, sondern ich meinte die schweren modularen Rahmen. Da war ich gerade dezent irritiert. Na gut, weiter geht's. So, dann wollen wir mal hier unsere Ölpumpe raufsetzen. Zack, und es funktioniert tatsächlich. Sehr schön. So. Das hätten wir schon mal. Logistik. Endlich wieder Rohre bauen. Hey, ich habe das schon so lange nicht mehr gehabt. Wie ich es hasse eigentlich. Also es war ja am Anfang ganz cool, ne? Aber mittlerweile geht es mir nur noch auf die Ketten. Und wisst ihr, was ich ein bisschen schade finde? Meine beiden Mitspieler sind so ruhig. Kriegen die Zähne gar nicht so. Wir sind konzentriert bei der Arbeit. Ah, so lobe ich mir das. Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Tja, ich hoffe, wenn du einen findest. Mal gucken, ob das passt. Von der Länge. Sehr schön.
Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre dann hier der nächste. Und dann scheppeln wir das einfach einmal hier rüber. Und dann muss ich noch gucken, wie wir hier dran vorbeikommen. Denn wir wollen nachher da hinten hin. Da sollen die ersten Raffinerien für Treibstoff stehen. Und ich würde sagen, wir jagen das einfach über die hier rüber. Wir setzen da nochmal einen rauf. Da ist das natürlich jetzt wunderbar im Weg. Mm. Was hast du hier gebaut? Boah. Man müsste gar nicht wissen, was ich hier alles baue. Wieso? Was denn? Ne, hier enden einfach mal zwei Förderbänder im Nix. Ja, die waren mal geplant und wurden noch nicht genutzt. Da kannst du aber drunter durchgehen, die kannst du benutzen. Nee, kannst ich muss halt, das mal gucken, wo die rauskommen. Die führen da hinten dann nach rechts rüber. Ja, ich sehe es gerade. Werden aber nicht mehr gebraucht, kannst du dann einfach gerade weiter rüber führen. Wo war ich? Ich war hier. Dann machen wir aber den nächsten hier ran. Zack. Das müssten dann drei sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann gucken wir mal, ob wir an dieser blöden Raffinerie vorbeikommen hier. Und es gibt ein klares natürlich nicht. Nee. Scheiße. Aber warum nicht? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich da nicht dran vorbeikomme. Wahrscheinlich streifst du gerade so die Hitbox. Ja, nein, vielleicht. Ich mag Kekse. Nö, jetzt passt. Oh, ich mag Züge. Und du magst, das ist bekannt. Deswegen darfst du Bahnhof bauen, ne? Weil ich so ein großzügiger Mensch bin und meine Community ab und zu wenigstens mal mit einbeziehen möchte. Ja. Weil das so gut kannst, mache ich das auch für dich. Immer dieser lästige Fanservice, ne? Echt, ganz, ey. Ganz Mann. Schlimm. Ganz schlimm. Aber du bist ja eine Netter, für dich mache ich das ja gerne. Och, das sagen auch nicht viele Menschen. So, dann sind wir hier schon mal drüber. Und dann müssen wir uns hier was überlegen. Eigentlich ganz easy. Wir gehen hier nochmal hoch, aber nicht mit denen, sondern mit denen hier. Die ich ja gerne mal so als Halterung nehme. Und schnallen dann da oben den drauf und dann müssen wir genau rüberkommen. Oh, sauber. Ich liebe es, wenn es funktioniert. So, jetzt bauen wir hier nochmal einen Halter hin. Ich hoffe, das passt mit der Biegung dann nachher. Das mag ich ja nicht, ne? Es werden sich gleich wohl zwei Förderbänder da kreuzen, das will ich nicht. Nö, das ist, ist mir auch nicht so lieb, möchte ich aber mal sagen. Ist zwar unterirdisch, aber nö. Nö, das muss auch nicht sein. Nö, das geht nicht. Das wäre ja einfach dafür gewesen, wieder hätte man gerade ausbauen können, ne? Nein, das mal wieder 1000 Kurven machen. Ja, wie sich das gehört. Ja, ja. Ansonsten, ach nee, die Höhe passt nicht bei da, ne? Nee, das passt nicht. Jetzt hätte ich gesagt, kannst einmal ein Stückchen nach oben gehen, aber das wird sich so leider nicht ergeben. Zack, machen wir das so. Obwohl, warte mal, wenn ich hier noch einmal darüber gehe, müsste das doch eigentlich auch schick aussehen. So. Ja, so ist das super. Kann man hier noch super drunter durchrennen. Geilo. Oh, jetzt habe ich hier wieder so einen blöden, dicken Willi, ey. Krieg Batsch auf den Arsch, ey. Diese Viecher gehen mir manchmal so auf die Ketten. Ständig glitschen die mir irgendwo durch, ey. Tja, können wir warten, bis es mal gefixt wird, dass sie es mal nicht machen. Ja gut, aber es hast du aber fast... Obwohl, nee, die meisten anderen haben Kollisionen, ne? Also... Ja. So, zack. So, dann haben wir das hier schon mal. Ist das gute Ding schon übertaktet? Zack. Hm, nö. 240 pro Minute. Viel mit übertakten ist da eh nicht. 360 bringt mir nichts. Kann ich hier nicht? Ja, das geht. Sehr schön. So, und wieder wollte ich mein Numpad benutzen. Das wäre eine scheiß Idee. Dann hätte ich euch jetzt wieder irgendeine komische Aufnahme gezeigt. Nämlich die ich euch zeigen will. Wahrscheinlich meine dicke, fette Hackfresse.
die eigentlich nur da ist, weil das alle haben und mein Gesicht eigentlich sonst eh keiner sehen wollen würde. So. Weiter geht der Spaß. Wir müssen hier hin. Bitte lass das sauber passen. Oh, Monk ist zufrieden. Wieder mal eine schöne 90-Grad-Kurve. Herrlichst. So, wir haben auch schon die ersten 300 Öl da. Was wir jetzt gleich noch machen können, ist einmal Strom rüberlegen. Den haben wir da hinten nämlich noch gar nicht. Echt jetzt, der ist voll. Scheiße. Habe ich genug für den Mark II da? Ja. So lobe ich mir das. Ja, perfekt. Sogar schön gerade, herrlich. Also manchmal bin ich fast stolz auf mich selbst. Immerhin einer. Ja, und dann lese ich bei YouTube die Kommentare. Hat sich das gleich wieder erledigt. Ja, mich muss man einfach lieben oder hassen. Oder beides. Och, wenn nur du es wärst, ne? Da weiß ich ja, woher es kommt. Ja. Mich kennst du ja, ne? Das ist das Gute. Ja. Letztens haben wir ja gestreamt und da fragte tatsächlich eine, wieso hast du denn so viele Abos, aber so wenig Zuschauer? Und hat danach, ist dann rausgegangen und hat ein Dislike dagelassen. Ich habe gedacht, was bist du für ein Typ, ey? Was? Wieso? Warum? Nee, ja. Warte. Ich lass die Frage eigentlich. Warum? Ich wollte gerade sagen, kannst du offen lassen, ne? Ja, ich denke, ohne Scheiße. So nicht, mein Freund. So nicht. So, dann müssen wir das einmal ändern. Denn ansonsten wird das hier mit dem Durchfluss ein bisschen schwierig. So. Zack. Und bitte lass das funktionieren. Natürlich nicht. Nein. Kann man es so rum machen? Ja, das geht. Sehr schön. Aber das ist ja krumm und schief. Das geht ja gar nicht. Zack. Das geht ja gar nicht. So. Ich guck mal, wo Kai da jetzt gelandet ist. Ah, der braucht dann. Oh, schick, Kai. Das gefällt mir aber. Ja, das Problem ist, es passt nicht ganz. Ich hätte hier gern noch die Hälfte zugemacht, aber das Förderband ist ein bisschen zu dick. Ach so. Nee, du kannst es vierteln. Das würde funktionieren. Lüft. Viertel, also Hälfte weiß ich, aber. Oh, warte mal. Gucke mal. Ja. Aber dann ist es nicht in der Mitte, ne? Das ist auch wieder ätzend. Ja, aber das kann ich nicht ändern. Weil? Doch, kannst du. Du könntest, geh mal auf die andere Seite, weiter nach links rüber. Weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links. Du könntest einen Gehweg mit dich ansetzen. Und dann rüberbauen und das versuchen. Ob das passt. Geht das? Ja, natürlich oben geht's. Geil. Dann könnte das halbwegs was werden. Nope. Und ist das Geländer im Weg? Dass das Kollision macht? Nee. Nope. Obwohl optisch wird's passen, ne? Ja. Hitbox ist ein Müh. Nee, ja, das ist wirklich schon ganz, rein. Ganz kleines Müh. Schade. Gut, machen wir hier mal weiter. Wir wollen uns jetzt Öl holen. Aber erstmal holen wir uns hier die Raffinerien. Wir stellen uns hier die ersten hin. Das machen wir ab. Hier haben wir genug Platz. So, und dann jetzt sind wir schon ein zu weit rüber. Scheiße. Hier können wir anfangen. Guti. Wir kriegen raus genau 300 und da können wir wie viel Treibstoff draus machen? 40, nee, 60 nehmen wir ab. Sind 5, ne? 5 Stück. Das heißt, die ersten 5 Raffinerien kommen hier hin. Warum? Oh, die sind nicht passig genau, das ist ja ätzend. Wie habe ich denn das da gemacht? Habe ich die einfach nebeneinander geklotzt? Ne. Doch.
Da habe ich drauf geschissen, dann machen wir das hier genauso, damit die Optik wenigstens die gleiche beschissene Optik bleibt. Ne? Wenn scheiße, dann richtig. Das Monk wüsste. Ja, Monk darf das ruhig wissen. Aber wenn man 5 davon nebeneinander baut. Ja, passt nicht ganz genau, schade. Hätte ich fast gesagt, kommt man wieder genau auf die Plattenbegrenzung, aber nicht ganz. Obwohl, nee, hier bin ich auch drüber. Oh, passt genau, richtig gut. Ist auf der ganzen Länge ist es genauso breit wie... Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Platten. Eigentlich optimal. Monk ist schon wieder zufrieden, so einfach geht das. Siehste, läuft bei dir. Immer. Ja, nicht nur einen buschigen Schwanz haben, Fuchs muss es sein. So sieht's nämlich aus. So, dann kommt da einer hin. Und hier der nächste. Kommen wir über die ganze Länge, das wäre echt geil. Da würde ich mich freuen. Aber ich habe so meine Zweifel. Obwohl, die Rohre kann man ja recht weit ziehen, ne? Wie viele Fundamentlängen schafft man da? Ah, fehlt ein ganz kleines Stückchen. Schade, schade. Aber das kriegen wir geregelt. Wir gehen mit dem einen nach vorne und mit dem einen nach hinten. Dann müsste das mit der Länge hinkommen. Oh, ich bin so gut. Meine Güte. Alter Vater. Oh, Entschuldigung. Ja, das hatte ich auch gerade eben. War ich das zu viel? Verkneifen. Aber wenn ihr sehen würdet, was ich hier baue, ne? Also. Ja. Wucht in Tüten. So. Jetzt überlege ich, ob ich die tatsächlich noch erhöht baue. Hm, denn wir kriegen raus. Einmal flüssig, einmal fest. Obwohl, wir haben eh nicht genug Platz hier. Wurscht. Bleibt so, wie es ist. So, dann kriegen wir Polymere raus und wir kriegen. Klingt irgendwie wie Brechdurchfall. Was ich so erzähle? Einmal flüssig, immer. Einmal fest. Du warst noch nie richtig gut scheißen, oder? Kopfkino. Das ist immer umsonst. Dass du dir das wieder vorstellen musst, ne? Tut mir leid, also wenn ich jetzt sagen würde, denk jetzt nicht an ein Haus. Woran hast du gerade gedacht? An ein Haus, oder? An Licht an. An Licht an, ja, hast genau. Du gedacht. Ja, an Licht an. Ach so, ja, also, genau. Ich dachte an Licht an, wäre auch gut. Auch lustig, aber nö. Nein. Woran hast du gedacht? An Licht an. So, dann haben wir hier ein und hier ein. 1, 2, 3, 4. Ja, gut, stimmt. Und hier ein und muss ich gerade mal googeln. Passt das? Ne, passt natürlich nicht. Aber halb so wild. So, so habe ich nämlich meine letzten Dings tatsächlich auch gebaut. Meine letzten Kohlekraftwerke. Einfach immer so ein bisschen aufbocken und dann kann man die Förderbänder ein bisschen schöner abführen. So, dann bauen wir hier einen drunter. Na komm. Zack. Und dann können wir uns hier nämlich schöne Fundamentstreifen drunter setzen. Oh, da habe ich natürlich wieder kein Beton mehr da. Jetzt habe ich wahrscheinlich den Container hier vorne leer gemacht, richtig? Ah, ein bisschen was ist noch da. Sehr schön. Das heißt, ich muss nicht wieder Stunden damit verschwenden und euch die Laienarbeiten von Schabernack mittlerweile zwischenzeitlich zeigen. Laienarbeiten? Ich helfe dir gleich. Was denn? Hast gehört? Er wollte dir helfen, ein bisschen Beton anzuschaffen. Ja. Nee, ich habe das schon verstanden. Ich soll fortan Spaghetti bauen. Kriege ich hin. Ah, alles klar, ja. Hatte ich gestern erst. Schöne selbstgemachte Bolognese von meiner Frau. War super. Ja. Mal gucken, was der Mann hierzu sagt. Zu den Spaghetti. Ja, wahrscheinlich mache ich doch lieber wieder selbst. Ja, weißt du, selbstgemacht ist immer am besten. Immer. Ja. Vor allem, man kann es dann selbst in den Kreuz treten, ne? Jo. So, das hätten wir. Ach komm, hoch jetzt. Lass. Leck mich doch. Nee, lieber nicht. Hey. Ich finde ja.
diese modularen Stützen für Rohre so bescheuert. Wenn du da hochsprintest, kommst du garantiert nicht oben aufs Rohr rauf. Macht überhaupt keinen Sinn, ey. Oh, hätte ja auch fast passen können, die Dreckskacke. Schön, dass alle am Fluten sind. Ja, genau. So wieder so ein Mühe fehlt da. Ja, ja, wie immer. Wäre so schön gewesen, ne? Ja, wie genau, wie immer. Oh, ich zu weit gebaut? Das ist ja ein Ding. Obwohl, wenn ich das so baue, dann fällt das mir so auf, ne? 3. Na komm. 4 und 5. Natürlich falle ich wieder von diesem Scheißrohr runter. Ey, was für ein Blödsinn. So. Wir haben tatsächlich eins zu weit gebaut. Aber so gefällt mir das eigentlich. Ja, so lassen wir das auch. Aber wir haben vor allem auch ein zu tief gebaut. Das muss allerdings nicht sein. Wir müssen ja hier nicht verschwenderisch agieren. Zack. Weg damit. Knallen wir da einfach wieder zwei Fundamente drunter. Einen hier vorne. Und einen da hinten. Und schon ist das wieder fertig. Ratzfatz, rucki zucki und wunderhübsch. Na. Manchmal bin ich stolz auf mich selbst. Sollen wir rüberkommen, Schulterklöpfen oder was? Ja, bitte. Nur so weit hast du ja nicht. Ja, warte, ich komm gleich. 2 Stunden bis da. Ja, warte, ich steig ins Auto. So, jetzt müssen wir einmal gucken, ob das klappt. Aber das wird wahrscheinlich etwas seltsam aussehen. Ja. Hm. So schon mal nicht. Also versuchen wir es nochmal so. Aber das sieht wahrscheinlich auch bescheuert aus. Oder noch schlimmer, geht gar nicht erst ran. Doch, das geht. Oh. Wie wunderschön. Dann nehmen wir das so. Dann soll es so sein. Da noch ein. Zack. Darf ich eigentlich zwischendurch den Bahnhof mal sehen oder wird das so ein Überraschungsding? Kannst ruhig vorbeikommen und mal angucken hier. Nee, komm, tue ich nicht. Wenn, dann schicke ich meinen kleinen Hiwi ins Feld. Ja, schick doch mal deinen kleinen Hiwi ins Feld. Der kann auch mal seinen Senf dazugeben. Und sag ihm, guck doch mal, was er da Schönes macht. Oder auch eben nicht schön. Ah, schön, hä? Schön. Schön scheiße ist es aber sonst. Schön. Alle ganz schön schief geworden. Scheiße. Ich schwadroniere schon wieder zu viel, glaube ich. Der ist in Ordnung. So. So kommt's hin und. Na, so kommt's hin, glaube ich. Zack. Sieht immer irgendwie schief aus. Naja, halt. Bei mir muss man manchmal auch mit schief leben. So. Dann haben wir das schon mal dran. Ist ja eigentlich schon Öl drin. Boah, schön. Da haben wir schon vollen Durchfluss. Naja, nicht ganz. Na doch, volle Lotte. Im Zweifelsfall haben wir da nochmal eine Pumpe vor. Du machst bitte Treibstoff. Hab ich das nicht? Ach nee, ich muss alle nochmal machen. Scheiße. Das sieht doof aus. Weil wegen. Hab's ja gerade nochmal abgerissen. So, dann kicken wir gleich nochmal, was wir aus dem schönen Polymer machen. Dies weiß ich nämlich noch nicht. Weil im Zweifelsfall würde ich da ein Plastik draus machen. Ja, wenn ich da ein Rezept für habe, dann mache ich das. Ne? Solltest du. Und Plastik brauche ich ja sowieso. Kunststoffreste, ja, dann brauche ich ja noch Wasser dafür. Ja. Ja gut, das ist ja. Das kriegen wir hin. Kupfer geht bis ins Computergebäude, ne? Ja, genau. Ist der mittlere Eingang. Beim Kupfer. Oh, eine Himbeere. Die nehme ich mit. So. Dann gehen wir jetzt einmal
Wie machen wir das denn am dümmsten? Wir setzen Fundamente, Fundamente, Fundamente. Was mache ich denn hier gerade? Schon wieder nur Dünnes im Kopf, ey. Einmal so. 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 Das müsste dann klappen. Also zumindest müssen wir runterkommen. So. Ja, das ist in Ordnung. Das passt alles. Dann gehen wir da schon mal einmal mit den Bändern ran. Wie viel spucken das? Wie spucken die denn aus von dem Scheiß? 30 pro Minute, das heißt 150 haben wir hier Abfluss. Das reicht mit einem Mark 3, das ist schon mal gut. Haben wir hier nicht mehr Baukosten als nötig. Und schicken das bis hier. Dann befördern wir das Ganze jetzt einmal mit dem Fahrstuhl runter. Zip. So. Und dann bauen wir hinten nämlich einfach eine Reihe Fusionatoren ran. Oder baue ich da hinten einfach nochmal hier nochmal welche neben? Na, das wird schon eng. Und hoch. Hm. Aber ich glaube, wir machen das dann einfach so und so. Mittlerer, sagst du? Kupfer müsste der mittlere sein, ja. Dann gucken wir einmal hier. Ach, scheiße. Kriegen wir so nicht hin. Aber das macht nichts. Dann guckt das halt hier ins Gestein rein. Das macht gar nichts. Und dann gehen wir mit denen hier auch rüber. Na komm. Ach, komm schon. So. Sehr schön. Und dann können wir hier gleich die nächste Reihe machen. Drei Stück tief. Perfekt. Und ich weiß gar nicht, wie viele ich dann brauche. Damit wir... Oh Gott, ich habe die ganze Zeit ganz schön leise geredet. Kann das sein? Ich bin heute ein bisschen sehr konzentriert. Das sind immer diese Situationen, wenn ich neue Sachen baue. Bin ich immer so sehr in meinem Film. Also, ich habe die gut verstanden in letzter Zeit. Ja, das ist schon mal schön. Aber kennt ihr das? So, wenn man reden soll und irgendwie was Neues lernen, das klappt in der Regel nicht so ganz so gut. Zumindest bei mir nicht. Hm. Ich surf dann so auf meinen Gedanken. Das ist halt immer so eine Sache. Ist so, dann können wir uns das aber nämlich sparen. Und gehen dann nämlich oben rüber. Und führen die Rohre hier unten lang. So. Oder schlagen wir ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist ja richtig gut. Ne? Plastik brauchen wir sowieso. Für die Computerfabrik. Und Treibstoff haben wir dann auch gleich. Wie viel nimmt so ein Treibstoffgenerator ab? Kann ich gar nicht bauen. Scheiße. Brauche ich noch Gummi und... Scheißegal. Wusste ich mal, finde ich gut. Ja, von Tofu kann ich dir sagen, aber von normalen weiß ich nicht. Naja, egal. Ganz regal. So, also ich haue 150 pro Minute raus. Dann müssen wir hier nochmal wieder Raffinerien hinsetzen. Wie viel verbraucht das denn? Kunststoffreste. Nimmt 60 ab. Das ist ja eine beschissene Zahl. Naja, was denn? Ich krieg 5 gefüttert. Na gut, krieg ich auf jeden Fall alles weg. Das ist ja auch gut. Von daher. Naja, du musst daran denken, dass du nicht 100% Auslastung hast, wenn du da Generatoren hast, ne? Ja, das ist richtig. Aber Überschüsse werden geschreddert. Ja.
Ja, du kannst ja auch das Plastik kannst auch noch in diese wie heißt denn, Kanister machen. Und das kannst du auch schreddern mit Plastik Kraftstoff. Ah, Plastik kannst du doch so in Dings hauen. Kannst du doch so in Stahl. Ja, das hätte ich aber auch gesagt, dass du die Kraftstoff auch abfüllst und das auch in den Schredder reinhaust, dass ein bisschen mehr belebt eben drin ist. Ach so, ja. Pff. Läuft über den Zug, das ist mir scheißegal. Ne, da habe ich gerne Puffer. Läuft bei dir auch. Da habe ich dann doch ganz gerne Puffer. So. Dann nehmen wir diesmal aber. Nee, doch, nehmen wir wieder die vordere Kante. Damit wir hinten noch abführen können. Oh Gott, das wird alles ficke eng. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nee, das ist zu weit vorn. Das geht gar nicht. Boah, also ist echt erstaunlich. Ich meinte dich vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben. Also die Performance im Multiplayer ist so unterirdisch. Ne, da geht ja... Zeit für Server. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das massiv hilft. Naja, es entlastet vor allem deinen Rechner. Ja, das sicherlich, aber mein Rechner hat ja nebenbei noch eine Aufnahme gerade zu laufen. Und hat ja vorhin schon rumgespackt, bevor die Aufnahme lief. Soll also heißen, dass es grundsätzlich ein Programmierproblem ist, nicht die Leistungsfähigkeit meines Rechners. Das, auf jeden das soll Fall. Sich ja mit dem Engine Update auch ändern. Ja, das ist ja schon mal was wert. Performance. So, jetzt passt's. So, hier raus. Da rein. So, hier nochmal eins daneben. So. Jetzt haben wir hier 30 raus. Wir brauchen 60. Brauchen wir genau 3 Stück. Perfekto. Keine Fachpistole mit. Ich habe dir extra alles hingelegt. Du bist selbst schuld, ja. Wenn du unvorbereitet bist. Ja, ich habe gesagt, nein, brauche ich nicht. Also siehst du, aber naja, muss ich halt laufen. Ist halt so. Ne? Ist Ding so. Ach, ach komm, scheiße. Oh, achso, schon wieder ein Autosave. Wie lange spielen wir denn schon? Halbe Stunde erst. Alles cool. Was? Wieso habe ich jetzt Schaden gekriegt? Egal. Warum ging das jetzt nicht? Ja. Warum kann ich das... Hä? Das ist jetzt nicht, weil ich ein totaler Vollidiot bin. Ich baue einen Splitter an den Flüssigkeitsausgang. Kann man mal machen. Also, kann man machen. Geht bloß nicht. Ist halt nur Quatsch, ne? So. Jetzt dürfte das dann auch gehen. Gut, dass wir geredet haben. Ah, dann habe ich hier trotzdem gleich wieder ein Problem. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Was denn jetzt schon wieder? Ja, es ist schon wieder nicht so, wie ich das wollte. Jetzt habe ich hier Sachen weggerissen und muss sie wieder aufbauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Wir kommen aus der Satisfactory. Ja, hier macht eine Menge keinen Sinn. Vor allem auch abreißen, merken, das war doch gut und beim Neubauen. Oh ja, das kann ich auch. Das kann ich auch richtig gut. So, dann machen wir es diesmal doch so. So. Und dann werden wir es doch hier unten zusammenlaufen lassen erst. Und dann darüber schicken. Quatsch, hier, den. Zack, weil wir uns sonst mit den Röhren hier zu sehr ins Gehege kommen, da habe ich keinen Bock drauf. Wo hast du Farbe? Und im Lager wahrscheinlich, ne? Ist im Hauptlager tatsächlich nur. Und dann auf der linken Seite bei den... Oh, meine Fresse. Performance. So, wo schicken wir das lang? Ja, alles klar. Ne, ich habe da quasi so einen
persönliches Ausrüstungsdings. Ja, so bezeichnet man das, ganz sicher. So, darüber. Linke Seite, dass du da bist. Schade, Ada. Sehr schön. Na, ansonsten jo. Hätten oben auch welche sein sollen. Ja, nee, ich glaube, wir haben keine gefunden. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da wird noch ein Schuh raus hier. Nummer 1. Nummer 2. Ach ja, ich liebe die Leitlinie, ne? Wenn das mal funktioniert, dann ist es echt schön. Es werden leider viel zu oft, wird das so unübersichtlich mit den Dingern, weil du einfach irgendwann so viele hast. Also gerade bei größeren Fabriken. Dass du irgendwann nur noch da so, Hilft nur Onkel Auge, ne? Ja. Ne, weil dann setzt er ein, Raster fällt weiter und bist eigentlich immer noch voll daneben. Obwohl du denkst, wärst voll drauf. Genau, und du setzt noch mal 30 Anlagen daneben und merkst so, jo, 30 Anlagen falsch gesetzt. Ja. Bingo. Danke für nichts. So, super Schurkenfähigkeit des Tages. Knapp daneben setzen. Ja. So, das ist doch schick. So gefällt mir das. So, ein Eingang, noch ein Eingang. Noch ein Eingang. Und jetzt wieder ein paar. Ne, jetzt brauchen wir Splitter. Jetzt bräuchten wir ein paar Splitter. So. Und dann kriegen wir auch schön alles weggebaut. Wie viel Wasser brauche ich denn eigentlich? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Nicht, dass ich hier jetzt 20.000... Also man braucht generell bei Öl oft Wasser, oder? Kann das sein? Ne, also bei diesem Petrokokskram braucht man ja auch Wasser. Das gefühlt nur immer ein anderes Mischungsverhältnis. So. Aber okay. Das steht. Wunderbar. Und ich habe sogar noch genug Platz, um hier nochmal was... genau das gleiche nochmal daneben zu hauen. Dann haben wir eine Produktion von 40, 200 Treibstoff, 400 Treibstoff pro Minute. Da muss aber was gehen. So. Wie bringen wir jetzt hier das Wasser her? Wie bin ich das hier hinten gemacht? Habe ich unten lang geführt? Das will ich hier jetzt eigentlich nicht. Oh, entschuldigt bitte. Meine Güte. Da war mein Benehmen wieder völlig für den Arsch. So. Ich glaube, da werden wir das hier drüber langziehen. In der Hoffnung, dass das passt. Das heißt, wir brauchen zwei Fördermasten. So. Wieder einen nach hinten. Ich finde das ja mittlerweile echt hässlich, wenn das hier so halb über die Kante übersteht. Ne? Also lieber einen weiter nach hinten. Hat man meiner Meinung nach eine viel schönere Optik. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal. Und dann oben drauf. Wie steht's denn bei dir, Kai? Bestens. Bestens. Was machst du da jetzt gerade? Ich untergrabe deine Fabrik. Ja gut. Das war ja der Plan. Oha, das ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, du bist irgendwie innerhalb von Viertelstunde oder so fertig. Und ich muss mir was Neues für dich überlegen. Aber das ist ja echt Arbeit, die du mir da abnimmst. Super gut. Und super Dank. Ja, Rechnung kommt. Ja, zahle ich irgendwann in Naturalien. Okay. Nehm auch Bier, das reicht mir. Das ist eine Naturalie, ne? Ja. Aber was für ein Klischee in Anbetracht deines Berufs. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Siehste, da sind wir schon mal. Wovon redet ihr? Ja, ich weiß das auch nicht. Meint ihr das ernst? Ernst? Nee, Ernst ist weg. Ernst ist auch eine ganz blöde Angewohnheit.
So, da kommt dann unser Wasser rein. Wie viel Wasser brauchen wir denn bei 3 jetzt? Oh, das ist ja nix. 60 Wasser pro Minute, das ist ja gar nichts. What? Boah, ey, das ist so ätzend, dass du hier schon alles unterkellert hast, ne? Anstrengend. Ja, zum Teil kannst du in 2 Ebenen vielleicht arbeiten. Zum Teil liegt das ganze Gelände ja relativ hoch. Aber halt, ja. Nicht, aber halt nicht überall. Und wahrscheinlich nie da, wo es wichtig wäre. Willkommen auf Satisfactory. So, dann brauchen wir hier also nochmal ein bisschen Wasser. Das heißt, wir betonieren hier einfach erstmal ein bisschen weiter. Zack, damit der Strand auch garantiert nicht mehr zum Baden einlädt. Das kann ja so nicht angehen. Boah, wenn ich hier vorne noch Pumpen hinkriege, wäre das der Shit. Und ich brauche sogar nur eine. Also ich baue gleich 3, damit ich das Rohr voll habe, aber... gucken wir doch mal. Da ist das im Weg. Ja, schade. Was? Okay, bis hier kann ich... Nicht genug Freiraum? Wieso nicht genug Freiraum? Ich meine, Ressourcen nicht tief genug, damit kann ich leben. Achso, oh, ich bin weiter weg, als ich dachte. Ressourcen nicht tief genug, okay. Wie weit kann man denn dann rüber? Bis hier. Ja gut, dann ziehen wir hier auch. Nee, machen wir nicht. Wir machen das da einmal weg. Damit wir da bis auf den Boden kommen. Und dann ziehen wir einfach hier den Weg rüber. Organisation. Dass wir hier ein bisschen Bewegung im Bau haben. Zack. Ja, das gefällt mir. So, mock wie dies. Produktion, Wasserextraktor und jetzt geht's los. Wie weit können wir rüber? So. 1, 2, 3. Und jetzt ist es gleich wieder nicht tief genug. Ich sehe es schon kommen. Ja, scheiße. Muss weiter nach hinten. Ich muss es doch eigentlich... Ich kann hier auch eigentlich so hier lang bauen. Ja, das ist sogar noch viel besser. Ach, kennt ihr das? Wenn Sachen nicht klappen und dann stellt man fest, dass eine andere Idee sowieso viel geiler ist. Ja. Selten. Oh. Oh. Der feine Herr macht's einfach gleich richtig hier. Nee. Nee. So. 1, 2 und dann hier hinten den dritten. So, haben wir das Rohr auch voll. Müssen wir nur noch das Wasser reinkriegen und vor allem da irgendwie dran vorbei. Bäh. Oh ne, wir können da direkt... Oh, manchmal, ne? Läuft das wie geleckt. Da kommen wir super gut lang. Einfach über diesen blöden Container rüber. Den wird... Oh, das wird dann noch viel besser. Den können wir einfach darüber legen. Oh, super gut. Super gut. Super, Ingo, super. Nicht diese. Ne, den können wir dann... nachher schön hier hinten noch mit ran klatschen irgendwie. Wir müssen genug Luft haben für ein Band. Und dann passt das alles wunderbar. So. Das heißt aber erstmal Quatschlogistik. Hier müssen wir hin. Brauchen wir die hier. Einmal hier. Einmal. Ne, da finde ich schöner. Nochmal weg. Ja, das sieht besser aus. Viel, viel besser. Und dann bis hier. Und dann die Pipes drauf. So, ach scheiße. Wo entsteht der denn jetzt? Da hinten, am Arsch der Heide. Meine Fresse.
So. Jetzt wird das hier auch noch dunkel, unerhört. Aber wir sind ja unermüdlich. Kennen wir ja nichts. Zack. Der geht daran. Oh, das ist aber sehr unschön und ungerade. Nee, so will ich das nicht. Da wird doch glatt mal ein bisschen gecheatet. So. Was ich bei Rohren aber tatsächlich gar nicht so schlimm finde. Die kann man ja relativ gut verlegen, ne? So, dann kommt das weg und das weg und dann gehen wir einfach hier ran. Passt. So, dann hier nochmal so ein Verbindungsstückchen. Können wir tatsächlich diesmal so machen. Zack. Und hier will mit gucken. Oh. Sowas schräg bauen ist auch die Pest, ey. So. Und. So, let's hope the best. Ja, passt. Geil. Oh, wie gut. Wie gut. Satisfaction bis zum geht nicht mehr. So, jetzt müssen wir das hier mal einmal ein bisschen zwischenklöppeln wieder. Na. Na komm, setz einen drauf. Sehr schön. Kommen wir da zwischendurch? Das könnte tatsächlich was werden. Zack. So. Obwohl, nee, wir müssen ja hier erstmal gerade bleiben, wäre schlau, ne? Das wäre dann so. Na, ich weiß noch nicht, ob das so geil ist. Schauen wir mal. So, bis hier rüber. Und dann mal gucken, was daraus wird. Baut er gar nicht krumm. Das ist ja scheiße. Dann. Ach scheiße, ey. Mann. Ich hasse das. So, den da drauf. Und. Ach los, machen wir doch so einen schönen Knick wieder. Was soll denn das? Ist doch scheiße so. Dann bescheißen wir halt wieder. So, mach mir einen schönen Knick. Echt jetzt. Ein weiter hinten muss er. Ups, eins zu hoch. So, den dahin. Zack, zack. So will ich es haben, genau. Nehmen wir das wieder weg. Gehen daran. Gehen daran. Der bleibt stehen. Und dann gucken wir mal, wie sauber wir hier durchkommen. Bauen wir von ganz unten tatsächlich. Darf da ruhig so halb im Dings verschwinden. Finde ich dann gar nicht schlimm. Und dann mal schauen, wie hoch wir müssen. Ey, lass. Alter. Was ist denn jetzt das verfickte Problem hier? Das ist genau eine Fundamenthöhe. Sonst ist das überhaupt kein Ding, da hoch zu jumpen. So, das heißt, hier muss noch einer rauf und dann wären wir hier. Zack. Oh, ey, dieses S-Bauen mit Rohren ist echt die Pest. Die Dinger wollen nie, wie man will. Nach hinten. Weg damit. So. Genau so will ich's. Wo war denn da jetzt das Problem? Zack. Daran.
Und nee, andersrum. Oh, geil, geilo. Das gefällt mir. Das gefällt mir, okay. Kriegen die Pumpen jetzt auch fix Strom. Den haben wir jetzt gleich hier vorne anliegen. Zack, ziehen wir einmal einen rüber. Bis an die Kante bitte. Den setzen wir aber nur zwischen. Reicht völlig. Zack und... Ach komm, nee, das geht gar nicht. Eins. Ja, kacke. Haben wir hier keine Fundamente. Naja, gut. Ist wie es ist. So, das sollte alles hochkommen. Wir sollten jetzt langsam anfangen voll zu pumpen. Sehr schön. Durchfluss. Ja, steigt. Steigt stark genug. Die Frage ist, ob wir da hinten noch hochkommen. Da ist noch einmal der falsche drunter. Zack. Setzen wir den hin. Dann passt das soweit. So. Dann haben wir hier alles dran, das ihr produzieren könntet. Und jetzt müssen wir noch gucken mit dem Abtransport. Aber das ist auch genau genug Platz hier hinten. Super. Zack, wieder Fusionatoren ran. Ein hier. Ein hier. Und ein hier. Nee. Den hier nicht. Der sitzt, der sitzt, der sitzt. Sehr schön. Nee, der sitzt auch nicht. Ach, Mann, ey. Ich sollte so spät nicht mehr Satisfactory spielen. Das tut mir nicht gut. Zweimal nacheinander daneben setzen, ist auch echt scheiße. So, haben wir es jetzt. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Zack, nach da. Und dann haben wir noch mehr Gummi. Nee, Plastik. Haben wir aber auch ordentlich was, ey. Müssen wir das... Welcher war jetzt hier der Plastikcontainer? Der... rechte. Okay. Perfekt sogar. Richtig gut. Zack. Den können wir wirklich... da gerade rüber jagen, oder nicht? Ist da ein Knick drin? Nee, ist echt sauber gerade rüber. Wie geil. Aber der falsche Anschluss. Scheiße. Ups. Na gut, dass das nicht angeschlossen war, Alter. Schade. Das wäre noch das Sahnehäubchen heute gewesen. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Dann müssen wir also hier hin. Naja. Knapp daneben. Machen wir so. Machen wir so. Na, fuck. Machen wir so schmannig. Was? Warum? Wieso? Weshalb? Scheiße! Hallo Hundepuss! Alte Nervensäge. So. Wieso kriege ich denn heute keine vernünftige Kurve hin, bitte? Kann mir das mal einer verraten? So, jetzt aber. Ja, es passt tatsächlich. Ich werde verrückt. So. Nein, 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 nein. Ich glaube, der Hund wollte sich gerade aufs Kind legen. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ist nur so eine Vermutung. So, dann haben wir hier die Träger noch. Dann legen wir die Rohre hier gleich sauber nebeneinander hin. So.
gehen da nochmal rüber. Boah, das mit den Rohren reicht auch gerade so. Ich habe 500 mitgenommen. Und die habe ich jetzt gleich echt alle weggehämmert. Krass. Nur für ein bisschen Treibstoff. So, den dahin. Die. Oh Gott. Den dahin. Also wenn die Rohre noch ein Raster kriegen würden, das wäre echt schön, ey. Also nicht nur so auf dem Boden, sondern auch an den Rohren direkt dran. Ihr beide sind auch, seid auch hochkonzentriert, oder? Ja. Ich ja. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Okay. Unterhaltung. Entertainment! Nee, Entertainment nicht. Unterhaltung. Für Entertainment bin ich zuständig, das ist ja mal klar. Ich glaube, so war der Plan. Okay. Okay. Ne? Mir reicht das, wenn du dich mit mir unterhältst. Das mag ich so häufig. Ja. Tust mir auch fast ein bisschen leid. Ach Quatsch. Zack. So, und damit ist meine erste Treibstoffanlage doch tatsächlich fertig. Aber der ist gerade noch ein bisschen schief. Das finde ich ätzend. Das gefällt mir doch schon mal hier. Ach, siehst du, bei allen geht's voran. Perfekt. Tada! Fertig, der ganze Schlons. Unglaublich gut. Jetzt muss ich das nachher nur noch alles irgendwie hier rüber kriegen. Und dann läuft der Scheiß. Eigentlich können wir den Öl mal, das Öl mal anschmeißen. Und der ganze Mist hier braucht auch noch Strom. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob meine Stromproduktion das überhaupt mitmacht. Na, anschmeißen musst du es, wenn du Strom brauchst, haben willst, ne? Ja, pff, stimmt schon. Ne? Wer was will, muss auch was reinstecken. Das geht schon nicht. Das klang komisch. So. Schon mal drei. Du gehst daran und daran. Du an den. Dann haben wir da noch einen Puffer. Und du an den und an den. So, wo kommt denn hier der Strom her? Von da vorne. Das ist ja super optimal. Gefällt mir. Gefällt mir. So. Gehen nach da, gehen nach da. Nehmen das lange einmal weg. Und geben das einfach über. Zack, passt. So, dann können die Theo praktisch schon mal anlaufen. Theoretisch müsste ich das parallel ja hier drüben bauen können. Nee, hier habe ich ein bisschen enger gebaut. Scheiße. Ach, dann werden die einfach alle aufgerüstet. So. Alle auf Level 2 und dann haben wir auch genug Strom. Und du machst. Wie oft man sowas hört bei Satisfactory? Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Obwohl, oh Moment mal, sieht doch gut aus. So, die haben auch schon Strom. Ey, dann läuft das ja schon. Ist ja irre. Und Strom hält? Erstmal. Wieso kommt hier kein Polymerharz an? Das, wahrscheinlich hast du ein kleines Stück vergessen irgendwo. Ja. Zack, ein Stückchen Förderband fehlt. Wie immer. Jetzt habe ich mir schön das Band mit ein bisschen Plastik verstopft. Super,
war der Scheiß, den ich vorhin falsch angeschlossen habe. Aber okay. Ja, hier müsste das schon weitergeleitet werden. Das wäre schon gut. So, dann gehen wir nach hier. Das gefällt mir doch hier. Und dann sind wir soweit erstmal fertig. Da kommt Polymer, es kommt Wasser. Und hier oben sollte eigentlich auch schon alles voll mit Plastik liegen, ja. Und das geht dann beim nächsten Mal zur Basis. Und wir hämmern hier auch schon. Bei dir. Jo. Okay, Stand hält, alles gut. So. Zumindest läuft das jetzt so lange, bis mein Polymer voll geschissen ist. Dann geht hier wieder gar nichts mehr. So, aber eine schön kompakte Treibstoffanlage. Sehr cool. So, und jetzt werde ich, glaube ich, mal gucken, wie weit ihr beide da so seid. Gucken wir mal erstmal bei Kai, das kann ich mir so angucken. Geh weg! Ach komm, was bist denn jetzt so? Früher warst du mal cool. Vielleicht, früher mal. Heute. Ii, da sieht man ja, da sieht man ja Gras. Alter. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal rüber. Gucken, was die beiden da treiben. Wir sind auch genau am Ende der Folge. Wir sind wirklich genau bei einer Stunde jetzt. Ah, siehst du. Super genial. Du kannst auch weiterbauen. Auch nach der Aufnahme noch. Ist überhaupt kein Problem. Nee, ich bin fertig. Du bist fertig tatsächlich. Ja, also ich als andere würde nur noch scheiße aussehen, glaube ich. Ah, nur noch Verstimmbesserung, also. Ja. Na gut. Ja, genau, Verstimmbesserung, genau. Oder ABM. Na, dann komme ich mal rüber geschissen und guck mir das Ganze mal an. Kai ist, glaube ich, auch relativ weit. Du machst schon Eisen, was du jetzt hast, oder? Was? Kai? Ist immer noch das Kupfer. Ja, du wolltest das schön und nicht kreuzende. Ja, richtig. Also, dauert. Ja, Qualität braucht Zeit, ne? Das stimmt. Dann habe ich da jetzt wahrscheinlich das so ein Billigbahnhof stehen. Wenn da mal nicht einer schnell gemacht hat. Oh. Ich glaube nicht. Ja, mal schauen, wie zufrieden ich bin. Ja, gucken wir mal. Wenn nicht, dann verschlimmbessern. Ja, abreißen und neu machen. Ganz, ganz einfach. Genau, ich reiß ab, du machst neu. Was? Nee, so haben wir nicht gewettet. Doch. So funktioniert das Spiel hier. Arbeitsteilung hier. Doch, Arbeitsteilung. Arbeitsteilung für alle. Also, ich reiß ab, du baust neu und dann ist es auch so, wie du es haben willst. Dann bin ich auch glücklich, genau. Ne, erstmal undankbar. Ich will am liebsten hier sowas von schief durchbauen, ne? Erstmal undankbar sein, das ist immer der beste Ansatz. Ja, genau. Das sind die besten Kunden. Ja, dann kann es nur besser nicht werden, weißt du? Zack, zack. Mhm. So, ich bin gespannt. Weißt du, warum da immer auf jeder Baustelle so eine Grube ist, ne? Und wieder mal, irgendwann mal zugeschippt wird und der Bauleiter fehlt. Ja, ich sehe gerade, dass ich aus der halben Tube heraus Kriterium-Erz aufnehmen könnte. Oh ja, doch, ich glaube, das gefällt mir. Flop, flop. Lustig. Oh ja. Da hat der Yoshi aber was Schickes gemacht. Wo ist er eigentlich? Hier ist er. Das ja. Hui! Jetzt lädt er auch die Farben. Aber meinst du, der Zug passt hier drunter durch? Ohne Glitch? Wenn nicht, dann lass auch gleich probieren. Wenn nicht, dann. Ja, genau. Ne, hast du einen Zug dabei? Ja, du kannst hier hinten die Gleise abnehmen. Kannst dich fix runterbauen. Ich hole den Zug. Der ist nicht so weit weg. Wo sind die Gleise? Folge mir. Ja, genau. Das hatten wir vorhin schon mal. Mhm. Lief auch schon nicht so gut, ne? Ja, folge mir mal. Zug weg, ne? Na, kommen wir da rein. Ja. Ich lege hier gerade mal einmal den einen Pylon um. Da. Ach, das sind die Gleise. Ah, ne. Ja. Ich glaube, auch Zeug für Gleise. Ach komm, Schönheit ist für den Arsch oder Nö, kannst du gleich sauber legen. Ich hole den Zug. Sauber kostet extra. Da lacht er. Kleiner Verbrecher. Quatsch nicht, ich hole einen Besen. Okay. Ja, siehst du, der braucht nur eine Ansage, der Gute. Dann läuft das. Boah, glitscht das hier? Nee, ich komme sauber drunter durch. Wie gut ist das?
Schneller! Ja, zum Glück hast du nicht. Was das Problem ist, ich nehme ja auch auf, ne? Das heißt, du siehst, wenn ich Scheiße baue, das ist blöd. Ja, richtig. Blöd für dich. Alter, hast du echt jetzt? Echt jetzt? Du hast mir echt die Gleise unterm Arsch weggerissen. Er hätte 2 Sekunden später kommen können, ohne Scheiß. Ja, die Gleise standen ja schon. Du hast einfach nur wieder weggerissen. Ja, aber ich musste so wie war der nach rechts hier? Nach links? Anders. So halt. Boah, geh mal bitte weg da. Du stehst im Weg. Ach komm. Was bist du denn jetzt so? Ja, danke. Ich geh aber nochmal gucken, was Kai macht und dann fahren wir da mal rein. Geh mal gucken, was Kai macht und dann kannst du den Zug hier raufsetzen und sagen, wo ist er denn? Der irgendwo im Untergrund. Stimmt, der ist. Boah. Das muss ich selber erstmal gucken. Ist das. Oh, wo ist das denn? Der ist bestimmt irgendwo dazwischen und findest du ihn nicht. Das ist ja noch richtig weit weg. Alter, du. Du machst Nachtschicht heute, glaube ich, du. Was denn? Ich glaube, du musst heute Nachtschicht machen, ne? Nee, ich halte mich hier gerade einfach nur richtig dumm mit einer Stelle auf. Ich versuche das gerade zu finden. Ah, guck mal. Da bin ich doch gerade. Da ist er. Hallihallo. Pff. Bin ich da. Ah, Assi. Sehr gut. Bin ich da. Ja, war klar, passt nicht. Oh, fick die. Oh. Hast du denn hier gemacht? Hä? Was hast du denn hier gemacht? Hier ist ja Pfusch. Schön unten rumgebaut. Wart, wo ist der Pfusch? Hier ist Pfusch. Pfusch am Bau, ey. Das kann nicht wahr sein. Guck sie da an, ist Pfusch. Ja, ja. Boah, ey. Kann ich ja jetzt nicht wegreißen, weil dann kann ich es ja nicht wieder bauen. Was denn? Wo ist denn Pfusch? Na komm her. Komm, put. Nee, ich komme nicht da raus. Dann noch besser. Nein, ist nicht so schlimm, sieht man am Ende nicht. Aber. Was denn? Ist theoretisch der Pfusch. Theoretisch ist das Pfusch. Wo ist das Pfusch? Du? Bist denn du? Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich stehe hier an der Ecke. An welcher Ecke? Selber Ecke. Unten. Da. Ja, hier. Ja. Hi. Hier. Hier ist Pfusch. Wo? Hier hinten. Komm hier halt hinterher. Komm, put. Ja, wenn dein Charakter nicht andauernd gegen die Wand laufen würde. Okay, hier ist Pfusch. Wo? Na, hier oben. Das glitscht. Ach, Quatsch. Wo? Guck dir mal deine MK3 Förderbänder an, die unten drunter verlegt sind, die nicht ganz so hoch sind. Das ist nämlich genauso knappe. Ah, ja, das kann natürlich sein. Ja, okay. Ja, Seniore. Ja, bin ich bei dir. Okay. Zünd dich an. Was? Was, du zündst mich an? Nein. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht. Moment. Wo bist du? Oben. Deine Nil? Schmeißt du schon wieder mit Zeugs um dich? Ich schmeiß mit lustigen Sachen, ja. Ja. Weil ich so schön bin, so schlau bin, so rank und schlank. Oh, da habe ich mich. Oh nein, das wird schief. Och, leck. Hör auf damit! Ah, ich hab meinen Spaß. So. Wie sieht's denn jetzt mit Zugtest aus? Ich lass den Kai mal machen, sonst krieg ich auf den Sack. Und am Ende macht er mir gar nichts mehr, das ist ja noch viel schlimmer. Dann will er nicht mehr mein Freund sein. Oder noch schlimmer, er lädt mich nicht zu seinem Kindergeburtstag ein. Ja. Ne, die die schlimmste Strafe einer Vierjährigen. Ansonsten lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Ja, den Zug muss ich ja neu bauen, da du mir ja die Gleise unterm Arsch weggerissen hast. Ja, weil du auch so schnell angekommen bist, ey. Ohne Scheiß. Was denn hier? Zug. So, Zug steht. Komm an, du Klappstuhl. Ja. Komm an, du Klappstuhl. Kommt er. Nix sehe ich hier. Boah, sauber. Sie voll wegglitscht, ey. Ja. Ja, bei mir steht der Zug. Echt? Echt? Der steht hier. Genau hier.
Ich weiß nicht, wo hier ist. Auf jeden Fall. Ja, hier, bei mir. Ja, jetzt ist er weg. Super. Ich bin sauber durchgekommen, tatsächlich. So viel sei verraten. Du wirst es in meinem Video sehen. Ja, das werden wir sehen. Ja, wenn du es dir anguckst. Und hier richtig, ja, genau. Richtig gut. Hamburg Hauptbahnhof. Wie gut finde ich das denn? Ja, war vom Spielvorschlag. Also, ja. Ja. Muss ich jetzt checken. Ja, passt, wo bist du überhaupt? Ich, keine Ahnung, ich stehe hier gerade am Kopfbahnhof-Teil. Und, ja. Nee, ganz sauber. Richtig gut. Auch das mit den Geländern finde ich ja geil, ne? Also, muss man dir ja lassen. Das gefällt mir echt gut. Auch, dass du die hier so sauber rankriegst. Wolltest du mir nochmal zeigen, wie du das machst? Ja, kann ich mir mal zeigen. Wo bist du denn? Ich bin gerade oben beim Bahnhof. Ach, da. Ja, ist eigentlich nur, dass du den im Raster gerade ranbaust. Ne? Wo bist du? Okay, ich sehe dich nicht, wo du bist. Ich bin direkt beim Eingang. Oben drauf. Ja, ich auch. Und ja. Okay, dann haben wir mal wieder. Andere Seite. Nicht. Doch, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch, wie du gegen das Geländer rennst. Sehr gut. Ja, bei mir stehst du nur dumm. Ah, da kommst du angerannt. Ja. Jetzt kommst du. Okay, aber wenn ich das gemacht habe, habe ich hier immer Kollision gehabt. Ja, du musst hier, guck mal hier unten, wo der Bahnhof dran sitzt. Ja, genau, da weggehen. Ja, genau da weggehen. Ah, super. Ja, ich sag noch weggehen. Ja, warten, bis ich weg bin, wäre ein Anfang gewesen. Ja, bis ich jetzt wieder oben bin, ist übermorgen. Ja, ich muss ja erst wieder hochrennen. Ja. Ich musste ja erstmal aus der Fabrik raus. Ja, ey. Hast du gebaut, du musst. Ne, ich hab. Ja, richtig. Ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass mir einer die Boden oder die Füßen wegkillt. Ja, aber kann ich denn wieder raufrennen? Ist das gerade. Wo ist der denn? Ist er wieder da? Ich bin gleich wieder da, ja. Ja. Zack. Ach, du hast ihn ein Stück weit im Boden eingelassen, oder wie? Ja, hab ich auch noch im Boden eingelassen. Das ist schön, hier eine Fläche hast du hier. Ah. Das ist der Tricky Trick Trick. Ja, genau. Und das ist genau am Rand hier ran, so nah du gehst. Ohne, und ganz wichtig ist, ohne Wand. Wenn du eine Wand ran setzt, sieht es dann wieder scheiße aus. Ja. Ah, das, ist echt geil tricky. Richtig gute Idee. Ja. Genau, das, und dass die hier diese Platten hier daneben passen, ist auch super. Ja. Wie du hier siehst, da kannst du eine Fläche machen, kannst du hier schön rumrennen und hast nicht mehr diese Stufe hier, die scheiß aussieht. Echt total gut, gefällt mir richtig geil. Ja. Auch rein zufällig rausgekriegt. Das ist der Shit, ja, wir hatten ja mal drüber gequatscht, als es bei mir nicht geklappt hatte. Ja. Und schön, dass du. Ich wollte gerade sagen, schön, dass du die Lösung gefunden hast. Ja. Läuft. Ist hier dann auch genug Luft, dass ich die Bänder rankriege? Ja. Ja, die kannst du schön nach unten hier führen. Ja. Oder nach oben. Ich bin davon ausgegangen, dass du unten wegführst. Weil unten in der Fabrik ist noch ein bisschen Platz. Ja, da zieh ich eine Zwischendecke rein, dann kommt das da lang. Oder Deckeninstallation oder whatever. Ja, so eine Zwischendecke. Eine Zwischendecke wird es schon tun. Ja. Ja, geilo. Vielen lieben Dank. Ja. Ja, es ist eine Bereicherung. Ist eine Bereicherung für den Bild. Ja, geil. So, dann reiß ich hier mal eine Bauhütte wieder ab hier und krieg meinen Kaffee. Ja, wo ist denn die Bauhütte? Ach, hier hinten. Lass sie doch stehen. Nein. Soll ich stehen lassen? Ja, lass stehen. Ich hab hier gleich ein Signal vorgestellt für Yoshis Bauhütte. Ne? Ich weiß zwar nicht, warum hier drin ein Fließband läuft, aber cool, jo. Na, ich. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas bauen. Ja, lass stehen. Alles gut. Ja. Nur, ich mag ja so eine dusseligen Deko-Gebäude. Wenn du mal mitkommst, ich habe hier wirklich völlig sinnlose Gebäude auch stehen. Also abgesehen von diesen. Ich bin am Ende des Bahnhofs. Da, jetzt. Ich sehe dich. Ja. Ne? Also bist du oben hier oder? Die beiden Türme da. Ja. Die sind ja völlig sinnbefreit. Ne? Also der rechte geht noch da. Ne? Der rechte geht noch, da ist eine Treppe hoch, aber der linke, da ist nichts drin. Der ist einfach nur da und schön. Nichts drin. Einfach nur schön dastehen. Da kannst du einfach die Gleise durchführen, einfach mal so als Loch, so, hätte ich fast gesagt. Ja, hier sollen die. Turm. Ja, hier sollen die Gleise dann durch. Ne, zwischen den Türmen. Ja. Oder so.
So, und theoretisch hast du hier oben so viel Platz gelassen, dass ich hier tatsächlich noch das Lager für Gummi und Dings hinbekomme. Für ja, Gummi und Plastik. Das gefällt mir natürlich auch. Du machst jetzt hier eine Tischdecke rein, oder? Hinterm Lager, oder whatever. Musst du sehen. Nee, wahrscheinlich tut das erst anders, als man denkt. Nö, ich glaube, ich werde das hier oben lang ziehen. Weißt du, also auch mit den gestaffelten Ebenen obendrauf, finde ich total schön. Auch mit den Wänden. Gefällt mir richtig gut. Ich habe das so ein bisschen abgeguckt hier vor deinen Nachbargebäuden. Und das passt so eigentlich so. Ja. Eigentlich. Ziemlich gut, ja. Das ist Style, vom Stil her echt schön eingepasst. Jo. Auch hier diese Kante, die da, die gefällt mir. Die finde ich richtig schick. Ja, das sah vorher noch anders aus. Ich habe die, oben war nur diese eine Kante, dann habe ich immer nur die zweite Kante darunter gesetzt. Dass da nicht mehr so eine Kante ist. Ah, du hast auch tatsächlich die Wände gedreht, ne? Hier in den Zwischenstücken. Ja. Ich habe auch so halbe sind da drin, siehst du. Guck mal hier, die sind auch halbe drin. Nee, das meine ich nicht. Guck mal hier, die Wände hier sind. Ach, das war ungewollt. Ja, das war rein zufällig. Ne, also, dass die quasi so rum sind und dann die. Ja. Ja, gefällt mir. Ja, oh, da das ein. Ups. Warum? Achso, ja. KLUK, Markus. So, so ist besser, ja. Na gut, das war rein zufällig, aber sieht auch gut aus. Ja. Wo sieht das diese Scheiß aus? Das ist wieder reingezwängt hier. Ja, hier auch. Diskotönien. Ja. Zack, dann passt der auch. Aber schön, wenn ich noch helfen kann. Ja, geil. Herrlich. Manchmal sieht man so Sachen, ne? Ja. Ja. Oh, hier ist viel. Kai sorgt auch dafür, dass das hier alles schön sauber läuft. Ja. Oh, der hatte sogar schon. Auch nichts mehr, außer hätte sogar schon mit dem Glas angefangen, sehe ich gerade. Oder war ich das? Ne, das war Kai, glaube ich. Nee, habe ich gemacht. Schön. Glas kommt von mich. Ja, schön, schön. Schön mit Öl. Nein. Es nimmt Gestalt an. So, das heißt, in der nächsten Folge können wir dann auch hier die Computer ans Laufen bringen, endlich. Super gut. Hallo. Super gut. Hast du hier ein Loch gemacht? Ja. Was? Hast du. Ich guck dir gerade auf den Kopf. Solange du nicht viele Löcher stopfst, ist alles gut. Du musst einmal nach hinten. Hä? Ach ja. Oh. Sonst hätte der Lift nicht gepasst. Aber hier vorne hast du wenigstens auch nicht Platz, ne? Na, wir werden sehen. Naja, erstmal. Hier hinten wird's enger, aber. Eng ist ja nicht immer schlecht. Oh, hier wird's richtig. Ich weiß nicht, ob das da lang klappt, wo du lang führen willst. Von der Höhe her. Das wird echt eng. Mach mich nicht schwach. Ich sag's nur. Ich sag's nur, weil hier hinten der Boden dann echt flach wird nachher. Wir werden sehen. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an, wie der Kai das gelöst hat. Ne, auf jeden nicht. Fall. Gar nicht, ich höre gleich auf und verpiss mich. So sieht's nämlich aus. Na, vergraul ich dir noch deine Kundschaft. Kai? Ja. Du bist jetzt hier hinten am Arsch der Heide. Komm mal bitte einmal raus. Nee, ich bleib hier drin. Aus deinem Nest? Nee, jetzt muckelig hier. Ja, glaube ich dir ja. Aber warum bist du nicht einfach nach links gegangen, wo schon so ein Ressourcentunnel ist. Weil ich jetzt hier lang will. Okay. Weil, ganz einfach. Sonst muss ich wieder quer über die Map und kreuze wieder deine dusseligen anderen Leitungen. Also mache ich das jetzt hier lang, damit ich nämlich ziemlich weit rechts rauskomme. Ganz nah beim Eingang zur Kupferstraße. Okay. Angenommen. Weil sonst wird das echt stressig. Ich diskutiere einfach nicht. Ne? Ich sag jetzt den Leuten aber tschüss. Ich sag euch noch beiden nochmal danke. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgebaut habt. Bitteschön. Sehr gerne. Ich freue mich auf die Folge. Die werde ich mir dann selber mal angucken, weil ich dann nämlich auch ein bisschen Videomaterial vom Kai haben werde. Und werde mich darüber beeilen, was er so Schönes gemacht hat. Und ja, wünsche euch jetzt
Schon frohe Weihnachten. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Leck mich fett. Das ist ja doll. Oh nein. Ne? Ich würde guten Rutsch ins neue Jahr noch nicht. Da kommt noch eine Folge Phasmophobia, die habe ich heute schon hochgeladen. Ne? Ich schaff's tatsächlich mal wieder zwei Folgen in der Woche zu machen. Meine Güte, ist schon eine Weile her. Und ja, feiert ein bisschen, lasst es euch gut gehen, macht keinen Blödsinn. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.